Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und müssen jetzt auf den Weg sein, uns Pheromone zu holen, damit wir auch wie ein Big Daddy riechen. Ich weiß gerade noch nicht, welchen Weg. Hier gibt es Optimized, Failsafe, okay. Aber warte, Failsafe waren wir doch schon. Wir waren doch schon die ganzen Sachen abholen. Eigentlich müsste man doch hier lang gehen können, oder nicht? Das wäre doch der richtige Gehen. Du wirst rein gar nichts machen. Wir sind ja gerade schon auf dem Weg, dich zu besiegen. So. Da geht's zu Station. Das ist eigentlich nur die Station, um zurückzugehen. Wir müssen also jetzt einen Weg finden, wie wir weiterkommen. Wir laufen ja einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Also es sollte ja irgendwo noch der weitere Weg sein, um weiterzugehen. So, aber ich meine eigentlich nicht, dass das in den oberen Etagen war. Also hier sind wir lang gegangen. So. Ah, der hat mir den letzten Teddy gegeben. So, 100 Antipersonen-Munition. Was? Wie nice ist das denn? Wir haben ja übel viel bekommen. Okay, Eve-Upgrades und alles. Jetzt könnten wir alles ein bisschen upgraden, was wir haben. Ich weiß nur leider nicht, was wir alles haben. Tempo-Hacker 2. Den haben wir nicht. Okay. Wir haben Safecracker Hacking-Expert. Wir werden Hacking-Expert noch ein bisschen reintun. Da, Hacking Expert 2. Da. Human Inferno. Insektenschwarm 3. Das wäre halt jetzt schon die gefährlichste Fähigkeit, die wir hier haben. Das heißt, wir nehmen Bullseye hier raus. So. Hacker Fokus. Medical Expert. Oh, nice. 3 gleich. Hacker's Delight brauche ich eigentlich nicht. Schwierigkeitsgrad würde das komplett verringern, aber ob wir das noch brauchen? Wir sind ja eigentlich nicht mehr weit vorm Ende, wenn ich euch kurz spoilern darf ein bisschen. So. Auf welcher Fähigkeit? Weiterhin auf 4, okay. So. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier wollen wir nicht nochmal hin. So. Unser eigentliches Ziel ist es jetzt... Oh, jetzt weiß ich, da vorne hinzugehen. Okay. Perfekt. Oh, meine Pistole sieht auch schon ziemlich crazy aus. Och, come on! Okay. Nein, ich wollte eigentlich das hier machen. Ja, kümmert euch mal darum. So. Hier, kümmert euch auch mal um das hier als nächstes. Und du da hinten. Hops. Besiegt. Also das ist der letzte Raum. Wir brauchen hier nur noch die Pheromone. Wir haben schon das erste aufgehoben. So. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt... So braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ja, aber es funktioniert leider nur mit kleinen Mädchen. So, da hinten ist noch ein Big Daddy. Wir haben die nächste Fiole aufgehoben und brauchen jetzt nur eine einzelne. So, und die letzte holen wir uns noch irgendwo ab. Das wird ja eigentlich kein großer Aufwand mehr sein. Wir zerstören die einfach mal. Hacken brauchen wir die echt nicht mehr. Vor allem, weil es jetzt noch so ein Gebiet ist, wo wir hier vorne gleich durch müssen. So, danke, 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 danke. So, hallo lieber Big Daddy. Dich könnten wir eigentlich sogar bekommen... Nutze mal die ganzen Türsteuerungen, um nochmal die Räume zu durchsuchen. Hier gibt es nämlich überall noch einzelne kleine Räume. Die wollen wir eigentlich alle durchsuchen. So, damit ich euch nochmal vielleicht was Kleines, Schönes zeigen kann. Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass hier noch irgendwas gab. Ich hab sie nicht
Ach, das nimmt mir Leben. Das fällt mir erst jetzt auf. Okay. Jo, als ob das nicht klappt. So, dankeschön. Okay, das nimmt mir Leben, den Schalter zu drücken. Der nicht. Was macht der? Ich weiß es nicht, Leute. Aber irgendwas macht das. Ach, das wirft Kartoffelchips runter. Wie cool. Hm, okay. Hallo, Big Daddy. Wir wollen eigentlich keinen Kampf mit dir haben. Das heißt, wir vermeiden ihn erstmal. So, in den letzten kann man nicht rein. Da muss man reinjumpen. Hier vorne können wir gleich hin. Hier vorne ist noch eine Türsteuerung. Okay. Ihr seht, der wurde gerade ziemlich zerfetzt. So. Dann gibt es hier noch einen, wo wir lang können. Mit ein bisschen Licht. Okay. Hallo. Dankeschön. Dann gibt es hier einen, wo wir die Fähigkeit einsetzen müssen. Oder auch nicht. Hallo? Eigentlich sollte das die Tür öffnen. Tut's aber nicht. Okay, das heißt, die lässt sich nicht öffnen. Hm. Müsste aber eigentlich. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. So, wir wollen aber noch in den einen Raum. Den wollte ich euch ja noch zeigen. Das bedeutet, wir müssen nochmal hoch. Wir waren ja vorhin einmal oben. Und dann müssen wir da reinjumpen. So, nicht hier. Nicht hier. Sondern hier war es, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist der letzte Raum. So. Da haben wir auch die letzte Big Daddy. Pheromone. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. So, bevor wir da hingehen, ich würde eigentlich gerne nochmal bisschen was an Munition kaufen. So, zerstört. Wir können uns hier vorne nämlich noch ein bisschen umschauen. Hier gibt es nämlich nochmal Big Daddy Pheromone. So, wir haben einen Safe Cracker. Den haben wir schon mal genutzt gehabt. Bitte, Papa, so schon. Ich will nicht auf den Tisch. Ja, aber du musst auf den Tisch. Aber ich bin noch nicht so Chong, keine Angst. So. Wir müssen hier jetzt nur noch den Rest finden. Viel soll es nicht mehr sein. Ah. Hier vorne ist noch ein bisschen Gen-Upgrades, was wir austauschen können. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Oh, das können wir aber machen. So, ein bisschen Munition verballern. Dann können wir nämlich einen Verbandskasten auch nutzen. So, also F, E, zack. Und MP-Munition wieder aufheben. Das ist super duper schön. So, und hier vorne gab es irgendwo noch in irgendeinem Raum da eine Eve-Spritze. Das könnten wir uns noch geben. Tada! Oh Mann. Nein, es laggt wieder. Aber ich würde eh sagen, wir beenden hier die Folge, weil es jetzt wieder ein bisschen spannender wird. Deswegen haut rein und bis demnächst. Ciao.